Hello, Alaf und Ahoi da draußen am Weiberfaschingsdonnerstag zur Next Gen Padawan News. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Karnevalistisch ist wahrscheinlich keiner der Padawan-Anwärter angehaucht. Auch nicht die aus Gruppe D mit den Commentaries aus der Vergangenheit bzw. mit ihren Geschichten aus der Vergangenheit. Das war die Aufgabe, die Chaos King seinen Kollegen gestellt hat. Der große Vorteil für uns als Zuschauer, die Padawan-Anwärter konnten wir jetzt so auf diese Art und Weise ein bisschen besser kennenlernen, denn sie haben Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählt. Ein weiterer positiver Punkt, alle drei haben die Aufgabe ganz ähnlich umgesetzt. Wahrscheinlich hat es der Chaos genauso geplant, hat es auch entsprechend kommuniziert und so konnte es auch umgesetzt werden. Zum Negativen, leider ist nicht jeder Kandidat charismatisch. Und zwei der Kandidaten sind auch noch etwas jünger. Das heißt, die Geschichten, die sie mir erzählt haben, die kann ich persönlich nicht ganz nachvollziehen. Bei Alf Puschen allerdings war ich voll und ganz dabei. Vielleicht sollte ich auch mal ein paar Storys aus meiner Vergangenheit erzählen. Okay, ich hatte einen Nokia 5110. Ich habe nicht mit Yu-Gi-Oh! Karten gespielt, sondern mit Magic. Das waren die Karten für die großen Kids. Und ich musste auch zu Hause sein, als Mama gesagt hat, wenn es dunkel ist, bist du da. Und ich kann mich noch an, sagen wir, lebhafte Diskussionen mit meinem Vater erinnern, als wir mal eine 60 D-Mark hohe Telefonrechnung bekommen haben. Der Grund, ganz einfach, ich habe nachmittags nichts anderes zu tun gehabt, als mit meinen Freundinnen zu telefonieren, die ich glaube, eine Stunde vorher erst in der Schule gesehen hatte. Und damals wurde die Telefonzeit minutenweise abgerechnet. Nichts mit Flatrate. Wie war das denn bei euch früher so? Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr euch irgendwo wiedererkennen könnt in meinen Geschichten. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den Next Gen Padawan News, denn am Montag gibt's die Aufgabe von KJ Games mit der Movie Trivia. Es gab ein bisschen Kritik, ob das wirklich passend ist für Commander Kriegers Kanal. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich finde die Aufgabe überhaupt nicht so blöd, denn da kann jeder Anwärter mal zeigen, was er so drauf hat und vielleicht auch mal über seinen eigenen Tellerrand hinausschauen. Die Aufgabe lösen müssen übrigens neben KJ Games natürlich dieser Fisch und M-Tech. Und das war's auch schon wieder mit den Next Gen Padawan News. Ich freue mich auf eure Kommentare, freue mich über einen Daumen nach oben und gerne auch ein Abo dalassen hier bei 30-something. Bis am Montag. Natürlich kenne ich den noch, den scheiß Crazy Frog, hey. Lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, Yu-Gi-Oh! Hat der kleine Bruder meiner Freundin gespielt. Und die waren, ich denke, 7 Jahre auseinander. Boah.